wir haben jetzt 7 Monate Krieg. Mhm. Und wir haben vor 7 Monaten gewusst, was unsere Achillesferse ist. Das ist die Energieversorgung. Energie ist Leben. Energie ist Wohlstand. Und um eine Zahl zu nennen, soll nicht so viele Zahlen nennen, aber vor dem Krieg hat die Europäische Union 1% des Bruttoinlandsprodukts der jährlichen Wirtschaftsleistung ausgegeben für Energie. Jetzt sind es 5%. Das heißt, die Kosten sind explodiert. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich die Gefahr einer vor allem nicht nur schleichend stattfinden, sondern akut stattfinden, die Deindustrialisierung in Deutschland. Wir verlieren Wohlstand. Weil wir haben natürlich Energie schon gespart, wurde gesagt, Gas gespart. Nur die Wahrheit ist, da wurde nicht einfach gespart, da ist auch Produktion jetzt schon stillgelegt worden. Da sollte man sich nicht für loben, das ist ein schlechtes Zeichen. Und ich werfe der Regierung eigentlich vor, dass sie nicht gehandelt hat. Es war vor 7 Monaten klar, was passiert. Das heißt, man hätte alles tun müssen, die Energieversorgung in Deutschland auszuweiten. Alle Kohlekraftwerke, die funktionsfähig sind, anmachen. Alle Atomkraftwerke, nicht nur über Laufzeit, über ein paar Wochen diskutieren, sondern über gleich sagen, wir bestellen die Brennstäbe. Das Angebot lag auf dem Tisch von Westinghouse. Wir hätten die Brennstäbe wahrscheinlich jetzt diesen Dezember schon bekommen. Wir hätten 6 Atomkraftwerke laufen lassen können. Das wäre ungefähr 15% der deutschen Strombedarfs. Wir hätten darüber hinaus ganz schnell anfangen müssen zu sagen, wir verfeuern kein Gas mehr für die Stromerzeugung, was so teuer macht. All das wurde nicht gemacht. Und deshalb bin ich ganz anderer Auffassung, die Bundesregierung hat 7 Monate über Krieg geredet, über die große Sache geredet, was er das machen würde, und hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Und der Preis, den wir zahlen, ist ein bitterer. Es geht ja nicht darum zu sagen, ich verhindere ein Blackout. Natürlich soll man das verhindern. Es geht nicht darum, dass wir eine Gasmangellage verhindern. Wie muss ich das verhindern? Es geht darum, dass wir die Verachtfachung der Energiepreise haben für die Wirtschaft, und das hält die nicht aus. Und letztes Beispiel noch dazu. Als Corona war, hat man gesagt, na gut, wir schließen das Restaurant. Mhm. Das ist jetzt schade. Und es macht ein paar Monate später wieder auf. Das ist ja Herrn Habecks Modell, ein paar Monate nicht da und dann geht wieder alles weiter. Das hat funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann war es ein anderer Wirt, der aufgemacht hat. In der Industrie ist das anders. Wenn Fabrikationen hier zu sind, darf man nicht davon ausgehen, dass sie in ein paar Jahren wieder aufmachen werden hier. Das heißt, wir brauchen eine Strategie, wie wir die Energieangebote massiv erhöhen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Bundesregierung in weiten Teilen, Entschuldigung, eigentlich verlogen, auch wenn ich gerade in die Kommunikation mit Atomkraftwerken das wieder heute gehört denke. Und zum Zweiten hat sie auch keine Antwort gefunden, wie sie die Firmen schützt vor dem Gasanstieg. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Mhm. Wir haben in Deutschland Gasvorräte, die entsprechen für eine Lieferung aus Russland von 40 Jahren. Wir fördern die nicht aus Umweltgründen, als wäre es umweltschonender, in den USA Fracking zu betreiben und hierher zu transportieren auf Schiffen. Das ist völliger Irrsinn. Wir, das heißt, Sie sagen, wir sollten hier auch Fracking betreiben. Wir müssen hier, und übrigens, es hätte ungefähr 6 Monate gedauert, bis das erste Gas geflossen wäre, wir müssen Fracking hier betreiben, selbstverständlich. Und das ist auch immer eine Geschichte, dass es umweltschädlich ist. Das kann man alles machen. In Deutschland würde es beherrschen, Technologie. Und das wäre eigentlich die Frage, wo ich sage, das ist übrigens, wo ich der Auffassung bin, dass der Krieg viel früher begonnen hat. Nämlich die Frage ist, warum entscheiden wir, so viele Dinge nicht zu tun? Warum ist Fracking so verpönt? Die britische Regierung hat Fracking-Verbot aufgehoben. Also Sie meinen zusammengefasst, wir haben uns zu abhängig gemacht. Wir haben uns abhängig gemacht und wir wissen ja, da gibt es ja jetzt auch neue Informationen, dass auch Russland bereits schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon, Aktivitäten unterstützt hat, die gesagt haben, wir machen kein Fracking, wir machen keine Atomkraft und so weiter und so fort. Und das ist das Ergebnis der ganzen Sache. Nur, wir sind in einem Wirtschaftskrieg. Und es wird immer erzählt, dann bist du auch so handeln. Ich kann nicht sagen, ich bin im Krieg und da mache ich ein bisschen Sandkastenspiele. Und jetzt, was passiert ist, wir verlieren unseren Wohlstand. Die Amerikaner sind die ganz großen Gewinner. Die haben in Amerika kostet Flüssiggas ein Zehntel. Also die Wirtschaft verlagert in die USA, nach China. Und wenn die Wirtschaft hier weg ist, ist over. Aber lassen Sie uns hier einmal noch mal ganz plastisch werden. Was steht uns denn als Wirtschaft bevor? Massenarbeitslosigkeit? Was sind die großen Punkte, die uns bevorstehen? Das Gute an der ganzen Sache, in Anführungsstrichen, Gute ist ja, dass wir sowieso eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung haben. Das heißt, die Arbeitslosigkeit wird langsamer zunehmen. Was passiert ist, wir verlieren Schlüsselindustrien. Mhm. Es wird die Chemieindustrie, wie Ludwigshafen wird nicht heute abgebaut. BASF geht nicht weg. Nein. Aber BASF hat Standorte in den USA, in China, sonst wo auf der Welt. Die erhöhen dort die Kapazitäten und beginnen hier runterzufahren. Das ist ganz natürliches Verhalten. Die Stahlindustrie, die Aluminiumindustrie. Aluminium kostet, der Strom in Deutschland ist höher, die Stromkosten für ein Kilo Aluminium in Deutschland ist höher als der Weltmarktpreis. Das heißt, wir machen gerade ganze Industrien platt. Und dann stellen wir uns hin und sagen, ja, wir müssen nur sicherstellen, dass es kein Blackout gibt. Sag mal, Freunde, wir sind gerade im vollen Tempo der Deindustrialisierung. Und wir verlieren diesen Krieg. Es nützt uns überhaupt nichts, wenn in ein paar Jahren dann die Ukraine wieder frei ist und alles drum und dran, alles ist frei. Wir haben den Krieg aber verloren, weil die Branchen, die wir verlieren, die kommen nicht zurück. Und vergessen wir nicht, die Welt beneidet Deutschland darum, dass wir immer noch so einen hohen Anteil an Industrie haben. So wie die Zahlen, ungefähr ein Viertel der deutschen Wertschöpfung findet in der Industrie statt. Das sind gut bezahlte Arbeitsplätze. Wissen Sie, wenn die alle wegfallen und wir uns gegenseitig in Berlin-Mitte Cappuccinos verkaufen,
Das funktioniert nicht. Dann ist mit Wohlstand, dann ist alles Essig. Dann ist der Sozialstaat Essig, die Renten Essig, die Krankenversicherung Essig. Das Rückgrat sind in Deutschland ja auch die Hidden Champions, muss man ganz klar sagen. Die, ja. Die, ganz genau. Und denen wird natürlich auch, geht es an den Kragen. Industrie wird dann gerettet, also Konzerne, Personenhaushalte, der Mittelstand fällt weg. Die, die global aktiv sind, verlagern die Produktion woanders hin. Die nicht aktiv sind, sondern hier am Standort sind, die verlieren so massiv an Wettbewerbsfähigkeit, dass wir davon ausgehen müssen, dass sie nicht mehr existieren. Und ich bin ein ganz großer Fan der FDP, aber ganz ehrlich, ihr seid mit in der Regierung. Und was Herr Habeck da abzieht, ich weiß nicht, ob sie jetzt die Deindustrialisierung beschleunigen wollen, um CO2-Ziele zu erreichen, ich weiß es nicht. Nur objektiv gesehen ist es Quatsch, was wir machen. Und wir fahren gerade das Land vor die Wand. Und in der Diskussion Atomkraftwerke verstehe ich nicht. Ich würde mir auch eine Welt wünschen, wo ich nur mit Windrädern und Sonne. Wir haben sie aber nicht. Nur mal zur Erinnerung. Von dem gesamten Primärenergiebedarf Deutschlands kommen 16% aus erneuerbaren Energien. 16%. Die Hälfte davon ist Biomasse, also ich verbrenne Holz, auf banal, Biogas. Das heißt, 8% kommt aus Wind und Solar. Und wenn wir das Doppelte haben, und übrigens auch das noch ein letztes Wort, da wird immer gesagt, naja, Herr Habeck ist aber nicht dann schuld, dass wir in der Situation sind. Das stimmt. Weil er hat nicht die Gasabhängigkeit gefördert. Ich würde vielleicht sagen, na gut, die Energiewende hat uns da hingetrieben, aber lassen wir mal, gehen wir den Kredit. Aber er war im Amt am 24. Februar. Und er hat sieben Monate Zeit gehabt, uns davor zu bewahren. Und das hat er nicht getan. Und deshalb kritisiere ich ihn. Wir fragen hier mal Professor Schlöge, auch als Osteuropa-Historiker, hätte man das kommen sehen können, was jetzt passiert ist? Also war es möglich, diese Krisen, dass das passieren würde, die Abhängigkeit zu sehen als Politiker? Ich glaube, die Radikalität des Einbruchs, des Zeitenbruchs, das hat kaum jemand gesehen. Und selbst die ganz nah dran waren an der Grenze, am Aufmarsch, an der Front, die Ukraine. Sie selber konnten nicht glauben, was am 24. Februar frühmorgens passiert ist. Und deswegen ist jetzt diese Rede, dass man alles schon hat kommen sehen und so weiter, das halte ich für eine Art von Bescheidwisserei. Aber man hat bestimmte Dinge doch gewusst. Und das erstaunlich ist, dass man nach der Krim-Annexion, das muss man sich vorstellen, nach der Krim-Annexion hat man Dinge gemacht, wie eben die Verabschiedung der Pipeline Nummer 2, was ja eigentlich ein unglaublicher Vorgang gewesen ist, mit unglaublichen Erklärungen, dass das kein politisches Projekt sei, dass es keine geopolitische Bedeutung habe, sondern ein schlicht kommerzielles Projekt, so hat es Frau Merkel gesagt. Oder man hat bis zuletzt hat man Gasspeicher und Werke an die russischen Unternehmen verkauft. Das ist alles unglaublich und zeugt von einer großen Ignoranz, nicht wissen wollen. Und aber die Frage ist, wie sich dieser ganze Komplex einer gewissen Ahnungslosigkeit, eines Nicht-Wahrhaben-Wollens, wie sich das aufgebaut hat. Und das ist nicht die Sache einzelner Leute nur, sondern ich glaube, da muss man, wie das ein Kollege formuliert hat, den deutschen Russland-Komplex mal auseinandernehmen, zu dem man vielleicht extra noch diskutieren könnte. Aber die Radikalität des Einschnitts mit all diesen Konsequenzen, glaube ich, war unabsehbar. Also wenn Sie jetzt in sehr katastrophischen Szenarien vom Untergang des deutschen Mittelstandes, sozusagen der Exzellenz der deutschen Industrie warnen, das ist natürlich, ich nehme das sehr ernst und ich kann auch nicht teilen, die Auffassung, dass man Kohlekraftwerke stilllegt in diesem Augenblick, dass man Atomkraftwerke nicht betreiben soll. Ich teile diese Auffassung. Aber man muss auch sagen, dass die Regierung in sehr kurzer Zeit den Ernst der Lage erkannt hat. Und da muss ich Habeck in Schutz nehmen. Er ist der Einzige, der ganz klar die Radikalität dieses Vorganges erkannt hat, was es heißt, einen Kontinentalkrieg mitten in Europa anzufangen. Das ist der Ernst der Sache. Und auf diesem Hintergrund muss man die Entscheidung sehen. Und dass man inzwischen eine Diversifizierung der Energieversorgung angefangen hat, dass man den Grips angestrengt hat, um zu überlegen, wie man aus dieser Abhängigkeit herauskommt, das ist eine eigentlich große Leistung, auch in 7 Monaten Regierungszeit. Wir hören ganz kurz, Sie haben gerade Frau Merkel angesprochen, die hat sich heute geäußert, das hat sie ja lange nicht mehr getan, und da hören wir einmal ganz kurz rein. Und heute möchte ich angesichts der Entwicklungen der letzten Tage ergänzen
Worte ernst zu nehmen, sie nicht von vornherein damit abzutun, sie sei nur ein Bluff, sondern sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung, sondern ein Ausweis politischer Klugheit. Einer Klugheit, die dazu beiträgt, Handlungsspielräume zu erhalten oder, mindestens so wichtig, sogar neue zu erarbeiten. Das waren die Worte heute von Frau Merkel. Sie kennen Frau Merkel, sie war lange ihr militärpolitischer Berater, Herr Fahrt. Wie schätzen Sie die Worte ein, die sie heute gesagt hat? Ja, sie hat ja gerade mit Blick auf diesen vermeintlichen Bluff des Atomwaffeneinsatzes eben gesagt, im Klartext, man muss das ernst nehmen. Und sie hat richtig gesagt, von politischer Klugheit gesprochen. Deswegen müssen wir, was den Ukraine-Krieg anbelangt, rauskommen aus dieser reinen Kriegsrhetorik auf das Eindimensionale der Waffenlieferung. Die sind wichtig, also klar brauchen die Waffen, aber wir brauchen auch politische, kluge politische Lösungen. Das ist die Message, so wie ich sie hier sehe. Und das fehlt hier einfach komplett. Nicht? Und das ist im Grunde genommen der Punkt, wo ich auch der Meinung bin, das müssen wir ändern. Nicht? Es ist richtig, der Ukraine zu helfen militärisch, sie in die Lage zu versetzen, dass sie militärisch nicht untergebuttert werden. Aber wir haben nicht das Interesse, das strategische Interesse, in einen dritten Weltkrieg reingezogen zu werden. Und alle 30 Staaten der NATO haben das nicht. Und das vermisse ich in der deutschen Außenpolitik. Es ist zu stark fokussiert auf Waffenlieferungen und zu wenig oder gar nicht in Richtung auf politisch-diplomatische Initiativen. Und dass Putin nicht verhandlungsfähig ist, also das ist auch ein Ammenmärchen, denn wir haben parallel zu diesem fürchterlichen Überfall und Krieg in der Ukraine, haben wir immerhin dieses Getreideabkommen ausgehandelt also bekommen. Und das ist doch tatsächlich gelungen. Mit den Vereinten Nationen, mit Putin, mit Erdogan. Ich muss auch sagen, der türkische Präsident, der ist da flexibler bei all den Nachteilen, die die Türkei hat. Die Grünen wollen ja jetzt wieder Sanktionen gegen die Türkei aussprechen, weil da natürlich menschenrechtliche Defizite sind, Rechtsstaatlichkeit, das ist alles in Ordnung. Aber konstruktiver im Konfliktmanagement, im Krisenmanagement ist er. Bei all den Defiziten. Bei uns ist absolut zero. Ich will auch und das ist das Schlimme, dass Sie sind anders. Ganz kurz einmal. Wir haben eben nicht vom Bluff-Thema gesprochen, sondern von der Pipeline-Frage. Mhm. Und da gibt es eine klare, falsche Entscheidung. Und es wäre großartig, wenn die ehemalige Kanzlerin mutig und großzügig wäre, einzugestehen, dass sie eine Fehlentscheidung getroffen hat. Nein, das war keine Fehlentscheidung. Sie hat im Grunde genommen... Ihr Wertekompass gegenüber Russland war immer klar. Ich war ja auch beim Treffen dabei mit Putin. Die hat eben mehrfach den Marsch geblasen. Aber sie hat es in einer, das hat sie übrigens auch gesagt, in einer respektvollen Art gemacht. Mir gefällt es auch nicht, dass Staatslenker, man kann über Putin sagen, was man will, kriminalisiert werden, irre dargestellt werden, krank dargestellt werden. Wenn wir in diese Rhetorik, das ist permanent der Fall, wenn wir in diese Rhetorik reingehen, dann kriegen wir am Ende keine Friedenslösung mehr hin. Das ist doch das, was sie meint. Wir müssen doch da raus. Es gibt keine militärische Lösung. Ich habe das so oft gesagt, man kann eine Nuklearmacht militärisch nicht besiegen. Und Russland ist die stärkste Nuklearmacht der Welt und sie hat auch das größte Militärpotenzial der Welt. Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Also wir müssen die NATO stark machen, wir müssen im Appetit auf imperiales Meer nehmen. Das ist schon vollkommen richtig. Ne? Mhm. Aber wir müssen vernünftig mit diesem Konflikt können sie umgehen. Aber auch, wir können sie aber auch nicht wirtschaftlich besiegen. Ich muss auch dazu sagen, die Sanktionen dauern viel zu lange. Und man muss aber wir besiegen uns wirtschaftlich damit, Herr Stelter. Ich sehe ja meinen Punkt schon gerade weg. Ich meine, wir haben erstmal so, die Tatsache ist, durch unsere Sanktionen nimmt er mehr Geld ein als davor, weil nämlich die Preise stark gestiegen sind. Also er hat zwar weniger verkauft, er kriegt mehr Menge. Und ich möchte noch mal sagen, Herr Schlüger, wo ich mit Ihnen dezidiert nicht einer Meinung bin. Ich bin mit einer Meinung, dass der Habeck sofort erkannt hat, das ist ein Angriffskrieg und so weiter, richtig. Und er hat was getan zur Diversifikation. Es war unstrittig ein Fehler, nur auf die Pipeline zu setzen und nicht zusätzlich auch LNG zu setzen. Und by the way, es war meines Erachtens immer noch ein großer Fehler, auch unter ökologischen Gesichtspunkten nicht das Gas zu fördern, was wir im Inland haben. Das muss auch, das ist so ein bisschen, sind wir ein anderes, warum nicht auch bei uns, das verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, das ist die Historie. Jetzt zu sagen, er hat richtig erkannt, es ist ein Angriffskrieg, er hat gesagt, wir befinden uns im Krieg, wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg. Und dann genügt es, mit Verlaub gesagt, es genügt nicht, was getan wurde. Ein Terminal zu bauen, ja. Dann fangen Sie mal die Kataris. Haben die Kataris einen Vertrag gemacht? Nein, weil die Kataris haben gesagt, wir hätten gern einen 20-Jahres-Vertrag. Warum haben Sie das gesagt? Weil die müssen ja auch Kapazitäten aufbauen für Terminals und so weiter und so fort. Dann haben die gesagt, nein, in 3 Jahren, dann wollen wir nicht mehr. Also kommt das ja gar nicht. Das kommt ja in dem Maße gar nicht. Und deshalb hätte er die anderen Maßnahmen auch machen müssen. Jetzt kann ich Ihnen konzidieren, dass es ein großer Schritt ist für einen Grünen zu sagen,
ich mache die Atomkraftwerke. Die Kohlekraftwerke, die Grünen haben mit Kohlekraftwerke kein Problem. Das ist die Kohlepartei, die haben die Kohle ja über die Jahre. Wir sind ja deshalb so viel Kohle, weil wir die Kohle brauchen als Backup. Da hätte er mehr machen müssen, das finde ich schon. Also da ist sozusagen das Erkennen der dramatischen Situation nicht in Einklang mit dem Wirtschaftlichen. Wir sind im Wirtschaftskrieg mit Russland. Wir gewinnen denen nicht damit, indem wir kalt duschen und Waschlappen verwenden. Den gewinnen wir nur, indem wir die Energiekosten runterbringen. Wenn sie wirklich Russland schwächen wollen, müssen wir die globalen Energiepreise runterkriegen. Für Öl und für Gas. Ja, das ist das. Russland ging es schlecht, als das Öl 20 oder 30 Dollar war. Mhm. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen weltweit und in den Ausbau von fossilen Energien wieder investieren, was wir jahrelang nicht getan haben. Die brauchen wir sowieso. Und wir müssen in Deutschland das auch tun. Wir können nicht immer nur sagen, macht ihr mal und wir müssen mitgehen. Nur so gewinnt man gegen diesen Gegner. Wir gehen nicht damit, dass wir jetzt sagen, es gibt diese Deindustrialisierung. Und das, da bleibe ich dabei, da hat die Bundesregierung in den 7 Monaten was getan, aber sie hat eben an den kleinen Hebeln gearbeitet und hat die großen Hebel sich nicht getraut anzugehen.